Ich hatte das Glück, muss ich sagen, dass ich mit sehr, sehr guten Trainern arbeiten durfte und von sehr, sehr guten Trainern lernen durfte. Sei es einem Tore Alexandersen, einem Norweger, mit dem ich hier damals angefangen habe, einem Giovanni Gudetti, mit dem ich fast 10 Jahre in der Nationalmannschaft zusammengearbeitet habe, sei es mit einem Lorenzo Micheli, mit dem ich in Italien gearbeitet habe, in Bergamo damals, der extrem gut war in diesem 6-6-Punkte-Spiel, Competition, Wettkampf. Spiel, Organisation, Punktevergabe. Da hatte ich wirklich viel Glück und habe da, glaube ich, auch viel für mich mitgenommen. Und ja, es ist ein sehr gutes Training. Also Felix, das war ein kurzweiliges Gespräch und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch, auch für die ganzen Tage, die ich hier sein durfte, die ich dabei sein durfte, ohne dass es Probleme gab, ohne dass du mir irgendwas verboten hast. Das fand ich so interessant. Also ich möchte, glaube ich, auch nochmal sagen, wenn ich was an die Trainer und Nachwuchstrainer richten kann, ist, glaube ich, habt keine Angst davor, zu Erstligavereinen zu gehen, zu guten Trainern gehen. Ich sage euch, bei 90% der Leuten ist die Tür offen. Man kann immer reingehen, man kann immer fragen. Meistens ist es so, dass die Trainer nicht auf euch zukommen werden und mit euch sprechen werden. Aber in dem Moment, wo ihr auf sie zugeht, kenne ich, glaube ich, wenige, die nicht bereit sind, dann mit euch darüber zu sprechen, euch ihren Wissensschatz weiterzugeben. Und ich bin so groß geworden, ich habe probiert, bei vielen Trainern zu hospitieren, vielen Kundentrainern zu hospitieren. Und das muss ich sagen, natürlich, die Trainerausbildung ist sehr wichtig, aber ich glaube, das ist mindestens genauso wichtig, dass man sich gute Trainer sucht, bei denen man hospitieren kann und ich sag mal dann auch in der Realität zu sehen, wie Trainings ablaufen, wie Trainings funktionieren, was Probleme sind, die im Training entstehen, wie man die lösen kann, diese Probleme im Training. Von daher, wie gesagt, keine Scheu. Einfach darauf zukommen. Ich kann sagen, bei uns in Schwerin ist die Tür immer offen, Nationalmannschaft ist die Tür immer offen. Wir freuen uns immer, wenn Trainer zu uns kommen und Interesse daran haben, was wir machen, was wir trainieren. Und wie gesagt, wir geben unser Wissen gerne weiter und von daher sind alle immer herzlich willkommen bei uns. Ich bedanke mich. Gerne. Ganz herzlich. Sehr gerne.